Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies. Alle in Hogwarts waren entsetzt über den Angriff auf Mrs. Norris und die mysteriösen Worte. Lass mich doch mal ausreden. Gerüchte und Spekulationen machten die Runde. Der Angriff schien sich besonders auf Hermine auszuwirken. Ron und Harry waren sich sicher, dass sie irgendetwas ausheckte. Aber was es auch immer war, Hermine verriet ihnen kein Wort. Also Leute, willkommen zurück. Wir sind hier wieder bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und da wir müssen sind wir zum auch. Zauberkunstunterricht, Harry. Oh, toll. Und ich hab da so eine Idee. Was für eine Idee? Wir sollten Professor Flitwick nach der Kammer des Schreckens fragen. Okay. Er müsste eigentlich etwas darüber wissen. Gehen wir. Seht ihr, Leute, jeden Tag wieder Unterricht. Das ist nervig. Wir sind halt wieder in Hogwarts angekommen. Aber den hab ich doch schon. Oder? Ja. Da könnte ich mir Schleim machen. Tschüss. Trank machen. Mit Schleim und so. Oh mein Gott, Entschuldigung, Leute. Ah, jetzt geht's wieder zu den Treppen. Juhu. Und schon sind wir da. Wo geht's hin? Harry, sonst kommen wir noch zu spät zum Zauberkunstunterricht. Immerhin nicht ganz. Ich komme ja schon, Hermine. Chill mal. Kann ja wohl nicht wahr sein. Eieiei. Solange jetzt hier nicht wieder ein Geist auf mich wartet. Nee, diesmal nicht. Okay, da ist sie schon. So, auf geht's, Hermine. Ah. Bin ich hängen geblieben? Oh. Hallo Fisch. Oh, die arme Miezekatze. Oh, verdammter Potter. Ich krieg dich. Wie willst du mich kriegen? Hab auch gar nichts gemacht. Jedenfalls noch nicht. So, hallo Leute. Ich bin auch da. Wir können anfangen. Willkommen im Zauberkunstunterricht. Heute lernen wir den Entschleimzauber. Ja, Miss Granger? Ich frage mich, ob Sie uns nicht etwas über die Kammer des Schreckens erzählen könnten. Mein Fach ist Zauberkunst, Miss Granger. Nicht Mythen und Legenden. Der klingt sehr Bitte, Professor, wir wollen es alle wissen. Ja, wie ihr wollt. Hogwarts wurde von 4 Personen gegründet. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Slytherin wollte nur Schüler aus magischen Familien in Hogwarts aufnehmen. Die anderen 3 Gründer waren damit nicht einverstanden und Slytherin verließ die Schule. Ja, Miss Granger? Er baute eine Kammer in das Schloss ein, von der die anderen Gründer nichts wussten. In der ein riesiges Monsterhaus, das die Kammer bewacht? Die Legende besagt, dass Slytherins Erbe komme, um die Kammer zu öffnen und den Schrecken im Inneren zu entfesseln. Und alle, die nicht aus einer magischen Familie stammen, sollen dann von Hogwarts verwiesen werden. Wie gemein. Das ist natürlich alles Unsinn. Begeben wir uns lieber zurück in die Realität. Harry, kommst du bitte nach vorn und versuchst mal den Entschleimzauber anzuwenden? Mhm. Gerne, Professor. Der hat sich sogar vor ihm verneigt. Vergiss all den Unsinn über die Kammer des Schreckens. Konzentriere dich lieber auf das Symbol vor dir. Mach ich. Der Zauberstab bewegt sich über das Symbol. Wie immer. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Kennen wir schon. Diese Herausforderung besteht aus 3 Übungen. In allen 3 Übungen musst du die angezeigten Pfeile treffen. Bist du bereit? Bin bereit. Übung 1. Fang an. Zack, zack, zack. Noch geht's, Leute. Noch geht's. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich nicht... Ey! Zu schnell oder zu langsam? Ich habe keine Ahnung. Das war ja komisch jetzt. Der war ja noch nicht mal drauf. Versuch es nochmal. Sehr eigenartig. Gib jetzt nicht auf, Harry. Du hast es fast geschafft. Gib nicht auf. Ich bin nur verwirrt von dem Zauberstab. Mal ist er drüber, mal nicht. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. Mach ich.
5 Punkte für Gryffindor. Übung 2. Fang an. Läuft. Bäm, Leute. So wird's gemacht. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 10 Punkte für Gryffindor. Sehr schön. Übung 3. Fang an. Du hast alle Übungen erfolgreich abgeschlossen. Das riecht nach Extrapunkten, oder? 15 Punkte für Gryffindor. Dein Ernst? Gut gemacht, Harry. Ach, Mann. Du beherrschst nun den Entschleimzauber. Sehr schön. Jetzt wollen wir mal sehen, was du bisher alles über den Entschleimzauber gelernt hast. Dass man ein paar Pfeile dafür drücken muss. Auf geht's. Willkommen bei der Entschleim-Herausforderung, Harry. Um diese Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit aufsammeln. Du meinst den Super-Duper-Stern? Findest ihn einige Stockwerke tiefer. Cool. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Ja, haben wir verstanden. Auf geht's. Flipendo! Aber ich kann ja nicht mehr noch Punkte sammeln, oder? Flipendo! Ist doch bestimmt nicht verboten. Zack. Okay, so langsam wie der zaubert. Könnte das schon schwierig werden. Jetzt gebt mir schon alle eure Punkte. Okay, der hat mir alle gegeben. Der immer noch nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Diese unfreundlichen Rüstungen, oder? Ektoplasma ist eine eklige grüne Substanz, die von manchen Geistern zurückgelassen wird. Yep. Manchmal werden so Durchgänge und andere Öffnungen unpassierbar. Mit einem Entschleimzauber kannst du das Ektoplasma entfernen. Ich dachte, wir kriegen dadurch Flapperwurmschleim. Entschleime! Echt? Das ist der Zauberspruch dafür. Entschleime? Okay. Da war jetzt ein Superdenker am Werk. Achtung, Freunde. Jetzt der Super-Duper-Zauber. Entschleime! Bäm! Flipendo! Wie geil! Ja gut, es ist ja ein Schleimzauber, ne? Das, man hätte sich natürlich noch ein bisschen was ausdenken können. Flipendo! Du kannst den Entschleimzauber auch verwenden, ja, um mit Ektoplasma verschleimte Gegenstände zu reinigen. Alles klar. Entschleime! 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 Oh, oh, Leute, da unten. Hallo, Homo! Glück gehabt. Und jetzt? Yeah, sogar eine Bildkarte. Geilo. Wir gehen gleich mal hier hoch, weil da haben wir noch was zum Entschleimen. Nee, haben wir doch nicht mehr. Haben wir nichts mehr zum Entschleimen. Flipendo! Los jetzt! Flipendo! Weiter! Flipendo! Flipendo! Okay, hopp. Und da haben wir den ersten Stern. Sehr schön. Flipendo! Oh, sollten wir uns hier bei irgendwas verletzen? Naja. So, erstmal speichern. Ist ja wundervoll, wie viel Schleim wir hier haben. Ektoplasma wirkt sich negativ auf deine Kraftpunkte aus. Echt? Je länger du mit Ektoplasma in Berührung kommst, desto mehr Kraftpunkte verlierst du. Ja, ja. Flipendo! Entschleime! So. Wir müssen ja nicht alles unbedingt wegmachen, oder? Entschleime! Ja, damit bist du nicht so weit wegkullern. Okay. Sehr gut. Ja, da gehen wir einfach außen rum. Es geht ja jetzt schließlich um Zeit. Rekusembra! Ja, okay, wir müssen eigentlich auch den Zauber üben, aber... Rekusembra! Den finde ich jetzt nicht so schwer. Zack. Hüpf. Hallo. Rekusembra! Na? Bumm. Hier schon einer rumgedreht? Nee. So, nächster Stern. Zack, zack, okay.
2 von 10 Sternen. Okay, das kann ja noch eine Herausforderung. Oh nein, es ist Peeves. Ja, schon wieder. Haha, wenn das nicht der pickelige, plump-bummelige Potter ist. Bummelig? Alle hässlichen Wörter fangen mit P an. Ach so. Wie Peeves. In Schleime! Ach, den muss ich entschleimen? In Schleime! In Schleime! Oh, das ist gar nicht mal so einfach. In Schleime! Haha. In Schleime! Ich treffe dich schon, Peeves. In Schleime! Komm schon! In Schleime! Ha! Bam! Hat er mich einmal getroffen? Ich glaube nicht. Nö. Alles gut, Leute. Alles chillig. Super. Oh, hat das jetzt mein Alohomora gemacht? Echt? Cool. Speichern. Okay. Na dann. Flipendo! Wer weiß, was wir damit auslösen. Wir versperren uns erstmal eine Tür. Mit Stern. Haben wir doch super gemacht. Oh nö. Flipendo! Das Oh nö bezieht sich halt eigentlich Flipendo! Darauf, dass dort ein Lumos Wasserspeier sitzt. Denn das ist immer ein bisschen schwierig. Aber wie kommen wir dahin? Wo wir mit diesem Alohomora das geöffnet haben. Können wir da jetzt hier durch? Ja, ihr seht, mit Lumos hat er so seine Probleme. Aber das haben wir ja bei der letzten Herausforderung schon mal mitbekommen. Ach, komm schon. Warum? Warum immer Lumos, Leute? Okay. Da. Wundervoll. Auf geht's. So. Na, Harry? Beweg dich einfach geradeaus. Alles gut. Oder eine Truhe. Ja, und wenn wir jetzt da durch sind, geht's hoffentlich wieder. Pegelt sich so leicht wieder ein. Da ist Rinde. Oder? Ach, muss ich erst explodieren lassen. Flipendo! Super. Hehehe. Och, Manu. Leute. Kann der Lumos-Zauber langsam aufhören? So. Das funktioniert auf jeden Fall schon wieder. Jetzt müssen wir halt wieder hoch. Ich weiß trotzdem nicht, wo das jetzt war. Ey! In Schleime! Mit diesem... Ah, doch, wahrscheinlich dann dort draußen, wo wir schon waren. Wo wir... Alohomora! Alohomora gemacht haben. Ja. Schauen wir mal. Oh cool, Bildkarte. Sehr schön. Okay. Jo. Knappe Sache, Leute. Noch ein. Zack. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Nee, bringt mir doch. Bringt mir trotzdem nichts. Oder? Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden es sehen. Alohomora! Hier sind wir noch mit Ruhe. Mit einer Bildkarte. Und ein Speicherbuch. Also ich glaube, wir haben einen verpasst. Sowieso. Ich weiß auch nicht, wie man da hinkommt jetzt. Jetzt vor allem nicht mehr. Naja, egal, wir speichern erstmal. Vielleicht kommt es ja doch irgendwann später im Spiel. Das Schleim. In Schleime! Ah, okay. Gut. Flipendo! Aber die lasse ich jetzt erstmal zu mir kommen, oder? Wow. Okay, da drin ist auch eine.
Mir ist ja relativ egal, welche Schnecke jetzt zu mir kommt, aber ich habe halt keinen Bock, die ganze Zeit dorthin zu schicken. Ja, die kommt, glaube ich, schon ein bisschen schneller jetzt. Nicht, dass sie wieder umdreht. Wenn ihr seht, die hüpft nicht weit pro Zauber. Von daher. Flipendo! Da ist sie drauf. Ah, wusste ich doch, dass hier irgendwas. Hallo, Honora! Das ist immer komisch, wenn hier irgendwo ein Bild hängt. Oh, eine silberne. Nice. Da, und jetzt. Ich weiß nicht. Mal schauen. Flipendo! Schleim vielleicht runtergeschleimt? Oh nö. Ich fahr weiter weg. Flipendo! Oder ich müsste es von oben machen. Nein, diesmal habe ich es geschafft. Sehr gut. Da können wir auch einen Mega-Power-Trank herstellen. Harry? Ich wollte gerade sagen. Oh! Stimmt, die kann da ja wieder runter. Ist ja kein Dings. Entschleime! Ach, und die brauche ich auch wieder. Ich brauche zwei Schnecken. Flipendo! Gut. Flipendo! Dann rein mit dir. Da haben wir dich ja gerade richtig. Flipendo! Requisembra! So. Okay. Na, sehr schön. Dann ist es doch schon mal super. Flipendo! Flipendo! Dann noch einmal. Okay, sehr schön. Da unten noch was ist? Eigentlich eher nicht, oder? Ups. Nee, da ist nichts mehr. Okay. Zack. Hallo, Homora! Okay, hier sind wieder Bohnen. Hey, zwei Bohnen. Jetzt werden sie aber auch. Flipendo! Dann hol ich mir das alles erst. Bevor ich den hier aufmache. Denn das wird ja sonst nicht. Das ist ein Wichtel aus Cornwall. Ich hab gar nichts gemacht. Wichtel sind wirklich lästige und nervtötende Kreaturen. Wenn sie dich erwischen, beißen sie dich. Okay. Also nimm dich besser vor ihnen in Acht. Mit Recto Sempra kannst du sie betäuben. Mach ich. Recto Sempra! Puff. Okay, das sieht jetzt nicht aus wie betäuben. Ich glaube, der explodiert. Also der Wichtel. Weiß auch nicht. Sehr gut. Hier gab es ordentlich Bohnen. So, und jetzt noch Sachen hier. Okay, zeigt's mir nicht an, wo. Müssen wir selbst rausfinden, Leute. Aber finden wir schon. Ich meine, hier ist es dunkel. Muss ja irgendwo hier sein, oder? Ja, da drin, oder? Oder auch nicht? Oh Mann. Aber ich höre mir erstmal hier die Bohnen. Ja, sehr gut, sehr gut. Und jetzt springen wir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und da geht's nochmal hoch. Ihr seid ja genau. Ist ja voll. Hallo, cool. Ich kann hier nichts dafür, oder? Mann, Mann, Mann. Okay, wie kommen wir da jetzt am... Oh mein Gott. Hallo, Homora. Muss doch erstmal hier meine Bohnen einsammeln. Kann sich doch nicht einfach wieder rumdrehen. Wie gemacht... Oh, da war gerade was. Achso. Ich dachte schon. Ja gut, hier können wir uns wenigstens die Tür wieder aufmachen. Sehr gut. Und da haben wir den Stern. Der eine wurde nämlich schon wieder gerade normal. Entschleime! Zack. Okay, dachte ich mir. Zack. Moment. Flipendo! Echt jetzt? Na gut. Oh Gott.
Aha. Bildkarte. Sehr schön. Okay, war gut, dass wir das nochmal gemacht haben. So. Zack. Sehr schön, wir kommen mal hin hier hoch. Zack. Okay. Wunderbar, wir sind wieder oben. Okay. Was ist das jetzt hier? Ich glaube, da können wir noch nicht viel machen. Ah, okay. Ja. Ja gut, da können wir gerade noch nichts weitermachen. Aber die Gelegenheit wird sich uns sicherlich bieten. Zack. Dass wir da irgendwas draufschmeißen können wahrscheinlich. Dass es dann zur anderen Seite hoch sich hebt. Könnte ich mir vorstellen. Das ist echt so verwinkelt hier, das Schloss. Finde ich krass. Ah, da sieht man an. Oh, und da ist ein Gnom. Na schön. Haben wir hier auch ein Gnomenloch? Ja. Flipendo! Zack. Komm her. Ja. Da ist ja noch einer. Flipendo! Ey, ich wollte gerade sagen. Mensch. Kommt denn der her? Zack. Okay, jetzt dich. Flipendo! Da ist er wieder aufgestanden. Her mit dir. So, du kommst jetzt auch da rein. Zack. Oh mein Gott, Leute. Diese Viecher. Yeah! Cool, 10 Karten. Jetzt habe ich 2 Blitze. Ich glaube, es war eine Bronzekarte. War, glaube ich, bei den Bronzekarten. Also bei den silbernen war es ja nur so. Entschleimen! Ah, okay, dass man dann einen Schlüssel bekommt. Flipendo! Ja. Ja, Leute, auf sowas sollte man ja echt achten. Alohomora! Denn da kann man sehr viele Bohnen noch bekommen. Sehr gut. So, und du stehst jetzt nur noch auf der Kante. Komm schon. Ich komm gleich mit. Seht ihr, wie Harry damit runtergefallen ist? Sah doch gut aus. Wunderbar. Oh, da ist der fette Mönch. Der Hausgeist von Hufflepuff. Wenn ich mich recht erinnere. So. Flipendo! Ja, keine Ahnung. Flipendo! Erstmal aus meinem Weg raus. Oh Mann. Hier ist doch schon wieder ein Lumos. Lumos! Ja, Leute, ich weiß, wir überziehen gerade, glaube ich, ein bisschen. Ein kleines bisschen die Zeit aus den Augen verloren, aber. Glaubt mir, das lohnt sich bestimmt. Ah. Zu früh abgesprungen. Eindeutig. So. Umdrehen? Nee, hier ist nichts. Ah. Aber hier. Na, ah, sehr gut. Noch ein Stern. Seht euch das mal an. So schnell kann es gehen. Oh, und dort ist schon der andere. Na, aber... Hä? Ich komme doch auch hier rum, oder? Außerdem ist hier noch eine Kiste. Alohomora! Bam! So. Oh, Pieps. Entschleime! Ich sollte mich nicht vor die Entschleime! Kisten stellen. Die Entschleime! Weg. Ich dachte schon, der wirft jetzt irgendwas. Ah, geht. Okay, ich hätte einfach zu dem Stern gehen können. Gut gemacht, Harry. Du hast die Entschleim-Herausforderung bestanden. Ja. Die verbleibende Zeit gilt als deine persönliche Bestleistung. Freut mich. Oh, ja, den einen Stern. Das war das, wo ich nicht wusste, wo es was geöffnet hat. Aber okay, Leute, wir haben es geschafft. Ja, perfekt. Da können wir doch raus, oder? Jo, da können wir rausgesäppelt. Die wöchentliche Hauspunkteauswertung fängt bald an. Ach, schon wieder? Ja gut, Leute, ich hoffe mal, das hat jetzt gespeichert. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Ich bin gespannt, haben wir wieder am meisten Hauspunkte? Hat Slytherin die meisten Hauspunkte? Hier sieht man das gerade gar nicht mehr.
Bei dem anderen hat man es noch gesehen. Okay. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spielepartys mit mir, Simaxi. Bis dahin, Leute, macht's gut und tschüss.